Ja, heute arbeite ich mit Kerzenmanschetten. Ich finde, da kann man einen wunderschönen Kranz rausmachen. Man braucht sie nicht immer nur als Tropffänger benutzen, aber auch als Tropffänger, wenn man die auf kleine Vasen steckt, sehen die wirklich sehr hübsch aus. Also schaut euch mal das Video an, wie so eine Blüte entsteht. So, jetzt schauen wir uns die Bastelarbeit nochmal von nahem an. Für diese Bastelarbeit benötige ich folgende Materialien. Unter diesem gewickelten Kranz befindet sich ein Styropor-Halbkranz mit einem Außendurchmesser von 20 cm. Den habe ich schon mal mit schwarzer Wolle umwickelt. Um den Kranz aufzustellen, braucht man eventuell einen Filzuntersetzer. Der hat auch einen Durchmesser von 20 cm und ist 5 mm hoch. Dann habe ich hier eine Girlande, eine Perlengirlande. Die Perlen sind nur so halb. Oder ihr nehmt eine ganz normale Perlengirlande in Silber. Diese sieht in Weiß ganz schön aus. Silber sieht auch gut aus. Den Heißkleber brauche ich auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum Hauptmaterial. Das sind Kerzenmanschetten. Die haben einen Durchmesser von 10 cm und sind aus Papier, sehen aber metallisch aus. Dann habe ich Kugeln von einer also Perlengirlande, Perlen mit einem Durchmesser von 1 cm oder ganz normale Perlen in Silber mit einem Durchmesser von 1 cm. Hier habe ich weiße Perlmuttperlen, die haben einen Durchmesser von 8 mm. Weiterhin habe ich hier eine kleine Vase, eine lange weiße Kerze, ein altes Schälmesser und eine Schere. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir hier so anstellen. So sehen die Kerzen Manschetten aus. Wir haben hier ein geprägtes Muster. Das ist ganz schön. Von der anderen Seite sind sie einfarbig silber. Die kann man benutzen und zwar für diese langen Kerzen. Wenn man irgendeine Feier hat und man muss eine Kerze mitnehmen, stülpt man die über. Man kann sie höher oder tiefer lassen, wie man das möchte. Und der Wachs wird aufgefangen und tropft nicht, entweder auf Tische oder Kleider und so weiter. Ich finde die sehr hübsch. Die gibt es in einer Verpackung im Internet zu bestellen. So, ich guck mal, ihr könnt auch eine kleine Vase nehmen, so eine Manschette auflegen, Blümchen reinstellen, das sieht schön aus. Oder ihr spitzt eine Kerze mit dem alten Schälmesser so ein bisschen an, dass sie in diese Öffnung reinpasst und stellt die Kerze so mit dem Väschen auf den Tisch. Das sieht auch hübsch aus, finde ich. Das ist schnell gemacht und hat eine große Wirkung. So, ich wollte aber ganz was anderes machen. Ich wollte einen Kranz mit diesen Untersetzern oder aus diesen Untersetzern machen. Und zwar werde ich Blüten herstellen aus diesen. Und zwar sollen die Blüten so aussehen. Dafür schneide ich diese Blüte erst einmal ein. Schau, hier ist das Muster, das wiederholt sich dann immer jeweils auf einem Blatt. Da kann ich das hier so einschneiden. So. Und dann klebe ich das so aufeinander. Dann fällt es im Grunde gar nicht auf, dass hier ein Schnitt ist. Das kann ich mit einem normalen Kleber machen oder auch mit einem Heißkleber, das ist ganz egal. Ich mache das mal so, der Heißkleber trocknet immer nur so schnell. So, ich schiebe das jetzt hier einfach rüber. So. So könnt ihr das natürlich auch auf eine Kerze stecken. Das sieht auch ganz schön aus, dann sieht es mehr nach einer Auffangschale aus. So. Jetzt habe ich natürlich das Loch. Das muss ich ja irgendwie füllen. Und wenn ich eine normale Kugel reinstecke,
fällt die vielleicht so ein bisschen dadurch. Ich habe hier mal eine Perle. Die nehme ich gleich. Da muss ich nur gucken, dass ich die Löcher links und rechts reinstecke. Ich mache aber erst diesen Rand hier. Und zwar brauche ich 8 Perlen, die ich auf ein Draht fädel. Den hatte ich eben beim Material, glaube ich, da gar nicht dabei. Aber da könnt ihr einen Faden oder einen Draht nehmen, das ist ganz egal. So, hier habe ich schon mal 8 Perlen aufgefädelt. 3, 8. Den Draht verbiege ich jetzt oder verdrehe den, die Enden, dass hier ein Kreis entsteht. So, den Draht biege ich nach hinten oder schnell kürze ihn auch noch ein bisschen. So. So. Dann klebe ich diesen Draht oder diese Perlen hier ein. Das mache ich, indem ich hier den Klebstoff aufgebe, hier so auf diese Zacken und die Perlen dort hineindrücke. Dann nehme ich meine Kugel, so einen Kranz. Nehme ich meine Perle und da ist sie, da hat sie die Löcher. Genau, die halte ich links und rechts fest. So. Dann gebe ich hier so an den Rand ein bisschen Klebstoff, dass sie gleich diese Perlen berühren und gebe die Kugel ein. Entweder lasse ich sie so hoch stehen oder ich drücke sie ein bisschen tiefer hinein. So wie ihr das möchtet. So sieht das dann aus. Wenn das nicht so ganz klappt, müsst ihr von der Unterseite vielleicht ein Silberpapier unterkleben. Diese Möglichkeit besteht auch. Dann kann man erst die Kugel kleben, dann die Perlen anpassen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, das wären meine Blüten. Da habe ich jetzt ein paar schon von gemacht. Also wenn ihr das nicht so lange immer festhalten wollt, könnt ihr das auch einfach mit einer Büroklammer feststecken und warten, bis das getrocknet ist. So, da habe ich mir jetzt ein paar von gemacht, von diesen Blüten. So, dann schaue ich mal, wie viele auf dem Platz oder auf dem Kranz Platz finden. So, ich habe hier natürlich den Kranz. Da muss ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren, wie viele davon passen. Ich lege die erstmal so drauf, wenn ich hier so ja, die Hälfte nehme. Ich lege hier einen drauf, dann passen nicht noch 2 daneben, neben diesen, sondern dann kann ich hier vielleicht noch 2 so einsetzen. Das ist natürlich ein bisschen eng, so ich klebe sie etwas so nach außen, ich finde, dann funktioniert das wohl. Ansonsten nehmt ihr noch weniger. Mal schauen, wenn ich so 5 hätte. 4, 5, da kommt jede Blüte vielleicht etwas besser zur Geltung, dann hängen sie nicht so eng aneinander. Das müsst ihr mal schauen, wie ihr das macht. So, zunächst habe ich allerdings, sehe ich gerade hier noch die Perlen angeklebt, also den Kranz umwickelt mit der schwarzen Wolle, die Perlen angeklebt. Da könnt ihr auch silberne nehmen, das ist ganz egal. So, und dann klebe ich die Blüten auf. Ich lege sie nochmal auf, 5 Stück. Ich glaube, das gefällt mir mit 5 am besten, dann ist das nicht so eng. Die einzelnen Blüten kann man auch gut auf den Kaffeetisch einfach so dekorieren, einfach so dazulegen oder einen Ring drunter kleben und es als Serviettenhalter benutzen. So, da gebe ich hier unten jetzt Klebstoff auf. So, und dann setze ich die einfach auf die Wolle. Die Wolle hat immer den Vorteil, die verbindet sich wunderbar mit dem Heißkleber. 2, mal gucken, 3. Drei.
So passt es ungefähr, wenn ich so aufklebe. Das ist eine schöne Deko auf dem auf einer Kaffeetafel, wenn man einen Geburtstag hat oder eine Taufe oder eine Konfirmation. Ihr könnt natürlich anstatt der schwarzen Wolle auch weiße Wolle nehmen. Das bleibt euch überlassen, wie ihr das möchtet. So, und dann kann man, wenn man möchte, den Filz nehmen, den darunter stellen und das draufkleben. Ich will es nicht festkleben, dann kann man das immer mal wieder verwenden. Und dann habe ich hier eine Kerze, da habe ich ja von einem Gurkenglas oder was immer es auch war, den Deckel drunter genommen. Ich finde das immer so als Hitzeschutz ganz gut, wenn die nachher abbrennt. So, und den stelle ich jetzt hier rein, diese Kerze mit dem Glas. So. Und dann habe ich eine wunderschöne Tischdekoration. So, ich habe hier nochmal meine Kerze. Ich finde, hier unten passt es auch noch schön, wenn man einen Perlenrand hat. Ich habe hier mal 11 Perlen aufgefädelt. Den Draht verzwirbel ich jetzt, schneide ihn ab. So. Und dann kann ich, wie ihr seht, diesen Kranz oder diesen Perlenkranz hier noch ergänzen. Das ist eigentlich ein wunderbarer Abschluss für diese Arbeit. So, jetzt haben wir das schön fertig und angeguckt. Ich hoffe, euch hat es alles gefallen. Die Blüten sind ja ruckzuck nachzuarbeiten, sehen auch einzeln auf dem Tisch, beim Kaffeetisch zu jeder festlichen Angelegenheit schön aus. Sie sind einfach zu machen, das können selbst Kinder. Also, wenn ihr das nachbasteln wollt, dann geht ran ans Werk. Und ansonsten schaut in meine Playlist, dort gibt es viele Kränze, Kugeln und alles Mögliche. Und auch ein Thema, das euch jetzt vielleicht interessiert, das Haltbarmachen von Pusteblumen. Da habe ich, glaube ich, 3 Videos im Netz stehen. Dort könnt ihr das mal nacharbeiten. Pusteblumen haltbar zu machen ist ganz einfach. Viel Spaß beim Stöbern. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo auch. Bis bald, eure Angelika Kipp.